So, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher. Ich bin jetzt am Rückweg gewesen von Kroatien, von dieser wunderbaren Gegend, die Kamen gehabt hat, jetzt 9 Nächte verbracht. Und es ist wirklich wie immer so ein, ja, ich weiß nicht, ein Besinnen, ein Zu-sich-Kommen. Eine unglaublich schöne Gegend, das Wetter hat auch super gepasst. Und ich liebe es natürlich auch in der Natur zu sein, zu schlafen, zu campen. Jetzt natürlich besonders mit dem Hochzelt und dem Dacia ausgebaut. Bin jetzt seit einer halben Stunde wieder in Österreich, über Slowenien, jetzt in Kärnten angekommen. Und habe jetzt mal so kurz überlegt, was werde ich denn jetzt so machen. Mir hat es jetzt bis vor kurzem gar nirgends so hingezogen. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal dahin, wo ich auch sehr lange ein Wohnwagen gestanden ist. Und die Gegend, die mir sehr vertraut ist, aber seit Corona eigentlich gar nicht mehr da war. Da werde ich jetzt einfach mal in die Richtung schauen, ob es den Campingplatz, den es am Bauernhof überhaupt noch gibt. Und eventuell mache ich diesmal eine Österreich-Tour. Vor 2 Jahren war es eine Deutschland-Tour. Diesmal wird es vielleicht eine Österreich-Tour. Ist von der Größe vielleicht zu vergleichen mit einer Bayern-Tour. Österreich ist ein bisschen größer wie Bayern. Also ist auch interessant. Ich bin jetzt auf jeden Fall in Kärnten und werde dann offensichtlich mal, wenn, Richtung Tirol fahren, Südtirol, Tirol, Aachensee. Ja, werden wir schauen, wo es mich denn jetzt mal hinbringt. Ist natürlich auch eine Frage des Wetters. Morgen am Montag soll es wieder schön sein. Jetzt ist da ein bisschen heruntergekühlt auf knappe 19 Grad. Ist natürlich von 30 Grad jetzt in Südistrien ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es kommt die Sonne schon wieder raus. Also in dem Sinne habe ich schon ein ganz gutes Gefühl jetzt einfach. Ja, mittlerweile bin ich angekommen an dem Ort, wo ich vor Corona mindestens 10 Jahre viel Zeit verbracht habe, weil hier den Platz da hinten sieht man, den Bauernhof, ein ganz kleiner Campingplatz, da ist mein Wohnwagen gestanden. War eine feine Zeit, eine Zuflucht eben auch. Vor 2 Jahren habe ich ihn hergegeben, den Wohnwagen. Und jetzt gilt es einfach nochmal loslassen. Ja, und auch diesen Platz mental hinter mir zu lassen. Denn ich weiß, dem Bauer geht's gut. Seine Frau ist zwar vor 2 Jahren gestorben, aber ihm geht's gut und er betreibt diesen Platz eben mit über 80 Jahren jetzt mittlerweile. Und da wollte ich einfach nochmal nachschauen, wie das so läuft. Und ja, er schaut gut aus, es ist alles wunderbar und morgen in der Früh werde ich einfach wieder losziehen. Ja, und das ist quasi der Platz und dahin steht auch mein Car mittlerweile aufgebaut für die Nacht. Doch heute gilt es auch noch ein Video hochzuladen, später dann. Ja, meine Lieben, und so schaut das jetzt aus, das sogenannte Vanlife. Vanlife auf Probe. Da kocht das Essen. Da wird gerade ein Video hochgeladen. So schaut es im Docker innen aus. Das, was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt, es ist, ja, es geht mir einfach ein bisschen zu viel zu Gitarre. Ein Sub, also ein Stand-Up-Paddling-Board ist verstaut, dann so eine dicke Matte. Wenn es da mal im Docker dann zum Schlafen ist drinnen, dann wird das too much. Ja, da muss ich mal und will ich mir noch was einfallen lassen, aber das werden wir auch alles noch hinkriegen. Solange ich halt mit dem Dachzelt unterwegs bin, kann ich halt oben in einer Dachbox nichts verstauen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Wenn das Dachzelt nicht da wäre, oben die Dachbox,
dann schaut es anders aus. Dann schlaft man halt nur mehr im Docker, was ja eigentlich auch der Sinn ist. Aber wie gesagt, ich war halt jetzt, also für die 10 Tage in Kroatien, da war das Dachzelt natürlich schon super, 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 super gut. Und jetzt hier auf diesem wunderbaren Campingplatz am Bauernhof auch noch, wo ich wie gesagt nochmal mental ein bisschen Abschied nehmen werde. Dem Bauer geht's gut. Es läuft ja alles, ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen. Es ist einfach da hinten ein wunderbares Panorama der Reiskofel. Ja, mit der Selfie-Kamera sieht man denn nicht, aber so wahnsinnig, sieht man nicht alles so wahnsinnig gut, aber ja, der Reiskofel, der Hausberg hier, super schöne Gegend. Vielleicht mache ich ja auch mal was outdoor-mäßig anbieten, Seminare, Outdoor. Selbsterfahrung, so in die Richtung. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen was essen. So, hallo meine Lieben, hier an meinem Lieblingsbauernhof-Campingplatz. Heute wunderbares Wetter, werde so einen halben Tag noch da bleiben und diesbezüglich eine kleine Berglaufwanderung veranstalten zum Herkulestempel. Ja, zum Herkulestempel, ein wunderbarer Platz und ein wirklicher Tempel, der da oben steht. Er wurde zwar in der Neuzeit erbaut, aber da war früher, in früheren Zeiten, war da ein Tempel. Ja, aber den sehen wir eh dann oben, bis ich dann oben bin, meine Lieben. Und da gibt es dann auch wieder ein paar Luftaufnahmen, denn ich habe in meinem kleinen Rucksackerl die Drohne verpackt. Ja. In dem Sinne gibt es auch beim Dacia Verpacken immer wieder kleine Korrekturen. Sind wir wieder schauen, dass ich alles ein bisschen effizienter einpacken kann. Vor allem, wenn man das SUP dabei hat, also dieses Stand-Up-Paddle, das braucht ja doch viel Platz. Und na, ohne der Dachbox, da gibt es natürlich weniger Verstauraum, da muss viel hinten rein. Aber ich möchte halt einfach auch so, wenn ich dann wo wirklich drinnen schlafe, dass ich da nicht das halbe Auto ausräumen muss, lässt sich teilweise nicht vermeiden, aber ich habe das SUP ein bisschen besser verstaut, sodass das nicht mehr ausgeräumt werden muss. Aber das schauen wir uns später noch an, vorher eben jetzt dann den Herkulestempel. Ja, und sind wir gleich mal oben, ein paar Meter. Es ist warm und heiß und deswegen schwitze ich. Wenn man hier ganz normal rauf geht, also unten vom Bauernhof weg, dann geht man eine gemütliche Stunde. Ja. So, und da sind wir jetzt schon in der Nähe des sogenannten Tempels. Nicht mehr original nachgebaut, aber trotzdem immer wieder eine Augenfreude und erwärmt auch das Herz. Ja, wie gesagt, da ist früher ein Tempel gestanden, der wurde, ich weiß nicht mehr, vor circa 15 Jahren nachgebaut und ja, gibt mir ein paar andere Aufnahmen dazu. Meine lieben Leute, jetzt kommen wir in den finsteren Wald. Ja, hier ist ein altes Gräberfeld aus frühesten Zeiten und es ist wirklich sehr skurril. Die Gräber wurden auch später noch einmal aufgeschüttet, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob die Skulpturen, die draufstehen, original oder nachgemacht sind, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr interessantes Gefühl da zu sein, bei gewissen Ahnen, ja. Schauen wir mal. Jo, da erwarten uns gleich mal ein paar Baumstämme in die Erde gerammt. Also die sind mit Sicherheit nicht so alt wie das Grab selber. Aber trotzdem sehr, 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 sehr spannend. Ja, die Skulpturen allein schon.
Ja, ich vermute einfach auch, dass die jetzt nicht 1000 Jahre alt sind. Die Hallstattzeit auf der Corina ist das auf jeden Fall. Und auch da einfach Film anhalten. Ich hoffe, man kann das dann auch wirklich lesen. Naja, die Hallstattzeit, und hier steht eben 7. bis beginnendes 5. Jahrhundert vor Christus, datieren die Funde hier. Ja, das ist dann schon eine Zeit, ne? So sagen wir mal so 2500 bis 2700 Jahre. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal auch diese Skulpturen ein bisschen genauer an. Also wie gesagt, ob jetzt original oder nachgemacht, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Ja, zu einer ganz lustigen, oder eher nicht lustigen, aber skurrilen Figur kommen wir noch. Also hier wurden die Menschen vor 2500 Jahren in der Hallstattzeit begraben. Die Kopfbedeckung dieser Dame, ich weiß nicht, für mich ist es schon immer auch so natürlich klar, haben die Menschen wirklich so ausgeschaut? Es ist ja wirklich schon heutzutage sehr vieles anzuzweifeln. Und da haben wir dann noch einen Soldaten offensichtlich, den friert und der keine Hose anhat. Und dessen Penis offensichtlich auch erregiert ist, was auch immer das für eine Symbolik hat. Ich weiß es nicht, vielleicht war er ja als sehr potenter Soldat bekannt. Ich weiß es nicht. Ja, spannende, spannende Figuren auf jeden Fall. Also die Kopfbedeckungen waren auf jeden Fall auch spannend. Vielleicht waren die ja wirklich auch so wie als Regenschutz gedacht, ich weiß es nicht. Naja, und da sieht man auf jeden Fall auch ein Grab, so wie es halt offen ist. Ja, spannend, schon spannend. Naja, dieses Gräberfeld hat schon immer wieder was Bedrückendes für mich. Ich weiß nicht. Ist es das Feld selber, sind es einfach nur die Figuren, die ja alle nicht sehr, sehr freundlich ausschauen und weiß auch nicht. Ich verbinde halt auch diese Zeit von Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren, jetzt nicht unbedingt als eine Zeit, in der man unglaublich glücklich war. Ich weiß es nicht, ja, wir können uns das ja auch überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn man mit dem einfach in Verbindung kommt, wie diese Menschen gelebt haben, wie sie gestorben sind und mit jetzt vergleicht, glauben wir natürlich in einer wesentlich besseren, sinnvolleren, lebenswerteren Zeit zu leben. Das werden sich vielleicht unsere Nachfahren in ein paar hundert Jahren, tausend Jahren auch denken. Ja, aber trotzdem macht es ein bisschen einen Knoten im Bauch, das Ganze immer wieder. Bin ja nicht das erste Mal da. Wenn auf dem Gräberfeld alles andere, braucht sie nur selber schauen. Naja, und das ist halt ein Dorf am Land und in den Bergen. 700 Meter Höhe. 750 Meter herum, die Berge links und rechts, Vögel zwitschern, könnte man fast sagen, Idylle, aber es ist sehr leise, viele werden natürlich auch auswärtig arbeiten, auch am Land gibt es Firmen, Unternehmen mittlerweile, große Firmen, also die Menschen müssen schon auch hart arbeiten für ihre Idylle.